Was geht ab, Leute? Und wir gehen heute auf die gefährlichste Straße der Welt. Ich bin sehr gespannt. Abonniert gerne den Channel kostenlos. Lasst gerne einen Daumen da und schaut auch unbedingt gerne auf TikTok vorbei zu _Tobi und natürlich auch wie immer alle Links unten in der Bio. Wir starten direkt los. Das sieht schon sehr, sehr gestatten, das ist die Camino de la Muerte, die Straße des Todes. So nennen Einheimische die Junglasstraße in Bolivien. In der ganzen Welt gilt sie als die offiziell gefährlichste Straße des Planeten. Und das, obwohl sie gerade 80 Kilometer lang ist. Naja, gerade mal, das ist schon. Nehmen wir euch mit auf eine Reise über die Camino de la Muerte. Das sieht sogar ziemlich ungefährlich aus. Welche heftigen Gefahren auf der tödlichsten Straße Ach du, also Alter, eingestürzt, einfach über dem Fahren. Gleich zum Start empfängt die Straße Reisende mit einem Schild mit der Aufschrift Welcome Death to Road. Willkommen Ach du auf Scheiße. Der Todesstraße. Dabei sieht eigentlich alles noch ganz friedlich aus. Die Wasserfälle und so weiter, sieht sogar ziemlich schön aus, aber natürlich, der Schein trügt, ich meine... Willkommen auf der Todesstrecke. Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. Malerischer Landschaft sind hier zahlreiche Urlauber in Vans und mit Mountainbikes. Mit Rädern, unterwegs. Ja, mit Rädern ist es okay. Tatsächlich ist die Straße seit den 90ern nämlich auch ein beliebtes Ausflugsziel für Downhill-Biker. Doch schon nach wenigen hundert Metern auf der Straße wird einem eine erste Gefahr bewusst. Obwohl sich die Jungasstraße mal, wie das schon alles runtergeht. Also durchs Gebirge schlängelt und man somit in tiefe Schluchten blickt, sucht man Leitplanken oder Zäune hier vergeben. Guckt euch das mal an, da fehlt die halbe Straße teilweise. Stürzt also zwangsläufig in die Tiefe. Bei gutem Wetter sollte dies allerdings kein allzu großes Problem darstellen. Leider herrscht hier jedoch oft ein sehr wechselhaftes Wetter. Und so kann es einem leicht passieren, dass man mit starkem Regen oder Nebel konfrontiert wird, der die Sichtweite auf einige wenige Meter einschränkt. So das ist sehr gefährlich. Alter. Wie weit man vom Abgrund entfernt ist, sondern auch entgegenkommende Fahrzeuge, die plötzlich aus dichtem Nebel auftauchen, werden zu einem Problem. Er kam aus dem Nichts, wird da wahrscheinlich leider grausame Realität. Wer nur zum Mountainbiken nach Bolivien kommt, kann diese Gefahren natürlich leicht vermeiden, indem er die Straße einfach nicht benutzt. Da die Straße bis ins Jahr 2006 aber die einzige Verbindung in die Hauptstadt war, mussten Einheimische sie oft bei jedem Wetter nutzen, ob sie wollten oder nicht. Je weiter man auf der Jungasstraße vorankommt, desto bewusster wird man sich einer weiteren sehr großen Gefahr. Durch den Nebel und insbesondere den starken Regen ist nicht nur die Sicht sehr stark eingeschränkt. Selbst wer ganz langsam und vorsichtig fährt, hat nämlich mit dem stark aufgeweichten Erdreich zu kämpfen. Durch den ständigen Regen bilden sich große Abschnitte, in denen der Schlamm so tief wird, dass jedes Fahrzeug in ihm versinkt. So kommt es nicht selten vor, dass beispielsweise alle Insassen von Bussen an besonders schlammigen Stellen aussteigen müssen. So wird das Gewicht des Fahrzeugs verringert, während der Fahrer mit aller Mühe versucht, durch den Schlamm zu kommen. Hierbei ist das Versinken im Matsch die größte Gefahr. Denn wenn ein Fahrzeug nicht mehr weiterkommt, könnte man im Notfall ja immerhin zu Fuß weitergehen. Tatsächlich werden aber natürlich auch die Hänge an der Seite der Straße durch den starken Regen aufgeweicht. Und so kommt es häufig zu plötzlichen Schlammlawinen, die auf die Fahrzeuge stürzen. Oder aber die Fahrzeuge sacken durch den matschigen Untergrund in Richtung Schlucht. Oh, gerade noch gerettet, Aber auch nachdem man die regnerischsten und schlammigsten Abschnitte der Straße überstanden hat, enden die Gefahren noch lange nicht. Denn wenn die Sicht wieder besser wird, wird einem viel mehr bewusst, wie eng die Straße eigentlich wirklich ist. Das sollen LKWs fahren. Als zweispurig gilt, hat man es nämlich auch bei bestem Sonnenwetter sehr schwer entgegenkommenden Fahrzeugen auszuweichen. Auch bei freier Sicht kann die kleinste Unaufmerksamkeit so tödlich enden. Als im Jahr 1983 beispielsweise ein Bus nur kurz ins Schleudern geriet, stürzte er anschließend sofort in die Schlucht. Die 100 Insassen hatten keine Chance. Und so ging dieses Unglück als schlimmster Verkehrsunfall Boliviens in die Geschichte des Landes ein. Als Folge dieses Unglücks wurde die Straße zumindest ein bisschen sicherer. Es wurde nämlich
Linksverkehr eingeführt, was dazu führte, dass schwer beladene, bergauffahrende Fahrzeuge seitdem leichter in Richtung Berg ausweichen können und so weniger häufig abstürzen. Wirklich wirksam war diese Maßnahme allerdings nicht. Unzählige Kreuze am Straßenrand stehen für die tausenden Opfer, die die Jungasstraße im Laufe der Jahre forderte. Aber bevor wir der Straße nun weiter folgen, wollen wir erst einmal die Frage beantworten, wie die Jungas überhaupt entstand und warum sie eigentlich noch nie sicherer gemacht wurde. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Die entstand schon in den 1930er Jahren und war ursprünglich sogar zweispurig. Sie sollte den Amazonas-Regenwald mit der Hauptstadt La Paz verbinden und wurde damals hauptsächlich von Karren genutzt, die sind auch ein bisschen Schmäler, oder? Wurden. Trotz ihrer geringen Länge durchquert die Straße hierbei fast alle Klimazonen des südamerikanischen Kontinents und führt so sowohl durch die Wüste als auch durch Feucht- und Regenwaldgebiet. Die Wüste ist wahrscheinlich ein bisschen einfacher, aber wenn dann das Feuchte kommt, hat man eh schon gesehen, dann wird es ein bisschen tricky, aber auch die Wüste hat es wahrscheinlich in sich. Ich meine, in der Nacht extrem kalt, im Sommer, untertags dann sehr heiß. Also es ist schon ziemlich strange, was man sich da für ein Mammutprojekt damals angefangen hat. Das Land Bolivien wollte die Straße schon seit langer Zeit sanieren, aber als eine Baufirma die Kosten für eine Sanierung errechnete und feststellte, dass man Teile des Berges für etwas über 2 Milliarden Dollar aufschütten müsste, lehnte die Regierung die Sanierungspläne. Aber natürlich, ich meine, da sterben, keine Ahnung, jährlich Tausende von Leuten, aber ich meine, weil es 2 Milliarden kostet, sagen wir mal so, nö, lassen wir mal. Na ab, da es für so eine kleine Straße einfach zu viel Geld gewesen sei. Seit ihrer Eröffnung in den 30er Jahren bis 2007 verloren hier jedes Jahr etwa 200 bis 300 Menschen ihr Leben. Nur zur Einordnung, in Deutschlands 230.000 Kilometer langem Straßennetz sterben nur 10-mal mehr Menschen pro Jahr und das auf dem 10.000-fachen an Strecke. Nachdem man auf der Camino de la Muerte zahlreiche Gefahren überwunden hat, erblickt man auf Höhe der Ortschaft Sacramento Bajo übrigens auch noch ein Haus, dessen ehemaliger Bewohner ebenfalls nicht ganz ungefährlich war. Tatsächlich versteckte sich hier nämlich ab 1951 der deutsche Kriegsverbrecher Klaus Barbie, der für seine unmenschliche Grausamkeit bekannt war und im Dritten Reich unzählige Menschenrechtsverletzungen beging. Er gab sich hier unter dem Decknamen Klaus Eichmann als unschuldiger Geschäftsmann aus und wohnte an der Straße, da sie so schwer zugänglich war und somit perfekte Bedingungen für ein Leben unter dem Radar bot. Tatsächlich wurde Barbie erst 1983 von der bolivianischen Polizei verhaftet, bis man schließlich am Ende der Jungasstraße und somit in der Hauptstadt Boliviens angekommen ist, muss man insgesamt übrigens 3450 Höhenmeter überwinden. Dabei geht es konstant stark auf und ab. Mal befindet man sich ganz oben, mal ganz unten. Ganz oben wird das erste Mal zurück nochmal zu dem. Der hat es wirklich geschafft, sich 40 Jahre lang in einem Haus zu verstecken, das einfach, keine Ahnung, uralt ist. Oder auf einer Strecke, die, ja, keine Ahnung, sehr, sehr schwer zu befahren ist. Alter, was für eine Sau, Mann. Das ist so dreckig und so feige, sich da dort zu verstecken. Also das ist echt, aber gut, dass sie ihn da damals noch gefunden haben. Lebt jetzt wahrscheinlich hundertprozentig nicht mehr, aber trotzdem, das ist echt, boah. Die Luft dabei sehr dünn, was natürlich ebenfalls eine Gefahr darstellt. Zum einen haben hier Automotoren oft mit dem höheren Luftdruck zu kämpfen und verlieren so deutlich an Leistung. Zum anderen schadet die dünne Bergluft aber vor allem dem Fahrer, denn wer so etwas nicht gewohnt ist, bekommt hier leicht Kreislauf- und Atemprobleme. Und diese kann man natürlich nicht gebrauchen, wenn man sich voll auf die Straße konzentrieren muss. Um diese Probleme zu bekämpfen, kauen Autofahrer auch immer wieder vor der Fahrt über die Jungasstraße. Das wiederum führt allerdings leicht zu einem Rauschzustand, der die Reise an sich noch gefährlicher macht. Eine weitere Gefahr, vor der man sich insbesondere in tiefen Abschnitten in Acht nehmen muss. Kauen da einfach mal Coca-Blätter, sind dann ein bisschen high und fahren dann einfach mal die gefährlichste Straße der Welt. Ist auch mal eine Lösung. Ich meine, wenn du da, keine Ahnung, gezwungen bist zu fahren, kostet man so ein bisschen
gehst du fliegst förmlich über den Wolken. Das sind Steinschläge, denn aber häufig ja, lösen sich auch Felsbrocken an den zu Hängen genial. Und stürzen in die Tiefe. Außerdem ist das der ist natürlich ganz an gefährlich. Vielen Stellen durch Schwerlastfahrzeuge stark geschädigt. Mit der Ankunft in La Paz endet die Fahrt auf der Todesstraße dann endlich. Und eigentlich müsste sich heutzutage auch keiner Stadt. Mehr der Gefahr aussetzen. Denn seit 2007 gibt es auch eine zweite, moderne Straße mit zahlreichen Brücken und Absicherung, auf der man den Weg zwischen dem Amazonas und der Hauptstadt La Paz wesentlich sicherer zurücklegen könnte. Dennoch verlieren auch aktuell noch immer etwa 100 Menschen jährlich ihr Leben auf der alten Camino de la Muerte. Das sind zwar wesentlich weniger Menschen als früher, dennoch fragt man sich natürlich, warum die gefährliche Straße überhaupt noch genutzt wird, wenn es mittlerweile eine sicherere Alternative gibt. Der Grund dafür, dass die Straße immer noch stark befahren wird, hat vor allem mit den vielen kleineren Orten zu tun, die verteilt in den Hochregionen der Anden liegen und die durch die moderne Autobahn nicht zu erreichen sind. So begeben sich viele Einheimische immer noch auf die gefährliche Straße, da sie sonst einfach nicht... Ist schon klar, man hat ein paar Dörfer und so weiter, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass LKWs und Touristenbusse hier entlang fahren müssen. Ich meine, die Anrainer, mag schon sein, dass da 200-300 Leute vielleicht wohnen, aber das sind ja bei Gott nicht LKW-Fahrer oder, keine Ahnung, Busfahrer oder so. Also, ich kann mir schon gut vorstellen, dass man da vielleicht, sich irgendwie Zeit ersparen will oder keine Ahnung was, einfach nur idiotisch, dass man trotzdem, wenn man nicht Anrainer ist von dieser, oder an dieser Straße gebunden ist, dass man da überhaupt fahren muss. Also, nach Hause kämen. Ebenfalls das sorgt ist natürlich auch ein sehr, neueres Phänomen genau, für das eine kann ich auch verstehen. Nutzung der Straße. Wow. Und zwar der Tourismus. Denn gerade wegen der enormen Gefahren ist die Camino de la Muerte ein beliebter Ort für Touristen, die dort Mountainbike fahren wollen. Sie lassen sich mit einem Bus bis auf 4600 Meter Höhe fahren, um dann anschließend einen Downhill Madness Trip 3-4 Stunden die Straße herunterzurasen. Wer am Ziel ankommt, erhält als Belohnung ein T-Shirt, auf dem Death Road Survivor, also Todesstraßenüberlebender, steht. Und so fordert die aber Camino... Aber sie wissen auf jeden Fall, wie man Geld macht. Ich meine, allein das, dass man sich das alles ausgedacht hat für Radfahrer, für lebensmüde Radfahrer, ich finde das schon irgendwie wieder geil. Ich meine, es ist natürlich schade oder es muss nicht sein, dass Leute da sterben. Aber dennoch finde ich es irgendwie cool, was man da mit dem Tourismus und so weiter draus macht. La Muerte auch heute noch immer viel zu viele Opfer. Das war's nun auch schon mit einem Tag auf der gefährlichsten Straße der Welt. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, welche dieser Gefahren auf der Strecke euch auf jeden Fall ziemlich cool, muss man sagen. Und es ist sehr, sehr, sehr gefährlich. Also ich weiß nicht, ob ich mich überhaupt mit dem auf Mountainbike da fahren trauen würde. Würdet ihr, schreibt es gerne in die Kommentare, abonniert gerne den Channel und schaut euch gerne auf its_tobi vorbei auf TikTok und auch gerne auf Instagram. Links immer alle unten in der Bio. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken und ciao. I want the real stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want.